Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja, moin Leute, ne? Herzlich willkommen zurück zu Kirby, heute mal im Koop. Ich habe den Sunny dieses Mal bei mir. Hallo. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr keinen Avatar seht. Weil es wenig Sinn hat, wenn Sunny mit im Raum ist, den Avatar anzuschalten. Der reagiert auf uns beide. Ich entschuldige mich, falls die Mikrofonqualität nicht eurem gewünschten Standard entspricht. Das ist halt einmal ein bisschen anders, wenn wir hier im Koop aufnehmen. Ich mache mal eben kurz ein bisschen lauter. So, dann hört ihr uns auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr übersteuert nicht. Der Sunny ist noch komplett blind im Spiel. Ich erkläre dir mal kurz. Wir sind Kirby und die Wallabies wurden alle verschleppt. Und wir müssen sie retten. Okay. Naja, du. Die sind alle irgendwo in der Map versteckt und die sieht man immer. Guck, da rette 5 versteckte Wallabies und wir werden wahrscheinlich blind sein und sie nicht sehen. Er ist übrigens der andere Wallabie da. Der mit dem Speer. Ich kann ihn übrigens nicht einloggen, das habe ich schon probiert. Ich muss mich ein bisschen umsetzen, weil mein Mikrofon mir im Bild hängt. Ich habe dein Feuer gefuttert. Oder kann ich deinen Speer futtern? Ich kann deinen Speer futtern. Wie? Schmeiß mir dein Speer auf mich! Du sollst ihn auf mich schmeißen! Ja, ich muss grad gucken, wie. Schmeiß! Nee, das war auch nicht. Wie haben sie den Speer geschmissen? Weiß ich nicht. Ich kenne deine Steuerung nicht. Irgendwie hast du den Speer gerade eben geworfen. Du findest es schon wieder raus. Ja, So, ich habe einen Knopf gedrückt. Wir sind übrigens in einem Freizeitpark. Das ist der Wurf, glaube ich. Nee, ich kann sie doch nicht essen. Ich muss dabei bewegen. Okay, das ist doof. Ich will mich auch mal wandeln können. Okay. Können ja auch mal tauschen. Du wirst übrigens überfahren. Ich Das ist ein Knopf, ich drück den mal. Warte mal, die Kamera ist gerade super. Ich will nur mal kurz erwähnen, wie wir spielen im Koop. Ne? Also nicht wie immer Kameradenschwein sein und den anderen die Klippen runterkicken. Was ist denn? Das ist so ein Sammelobjekt. Was machst du da? Ich habe Multibomben, die stacken sich, wenn sie aneinander sind. Da ist 100 Brunnenwolle, die versteckt. Oh. Da. Tippe ich drauf. Oder kann man da gar nicht hin? Nee, man kann da gar nicht hin. Ich glaube, nein. Guck, siehst du das? Da ziehen sich doch so Linien. Je mehr das sind, desto besser. Komm, latsch einfach rein. Du hast einen Vorteil aber mir gegenüber, ne? Ach, schon wieder Entchen. Ich hab Ärger von gefallen. Wenn dir irgendwas merkwürdig vorkommt, mach es einfach. Es gibt nur die merkwürdigsten Nebenmissionen. Das ist doch merkwürdig. Ja, das ist mir schon aufgefallen, deswegen nehme ich sie mit. Wahrscheinlich wieder kleine Entchen zu Mama Ente bringen. Oh, nicht Schlafmütze. Schlaf eine Runde. War das nicht irgendwie ein Hirn oder so? Nein. Man pennt. Doch, es pennt nicht. Siehst du? Es ist trotzdem immer noch useless. Ein Hirn? Ja, oder? Ah, der hat auch keine Fähigkeit hier. Ich weiß noch, dass das in dem Spiel war, dass der keine Fähigkeit geben will. Da ist das vermisste Küken. Warum bin ich jetzt da gefort? Weiß ich nicht. Guck mal, da ist eine Nuckelfläche für dich. Eben. Ich glaube, die Entchen wurden überfahren. Mama Entchen, guck mal, wir bringen dir was mit. Beim letzten Mal musste ich eine halbe Ewigkeit suchen, bis ich den nächsten gefunden habe. Perfekt. Perfektes Timing. Das Eisen hier übrigens, das kann man nur einmal abrufen. Danach muss ich jetzt Wally doch zurück und nochmal neu kaufen. Wally! Nein, mein Item! Was ist das denn? Also das ist eine der Wallabies. Ja, in diesen Käfigen sind sie. Yay! Du wurdest überfahren. Weißt du, wie oft dir das passiert ist, wenn ich mir die Lebensanzeige angucke, die häufiger. Das ist wohl wahr. Du willst, kann sich auch ein bisschen näher ans Mikrofon setzen.
nötig, das noch besser. Ah, das ist der Block. Okay. Ja, Gold! Muss ja nur hinterherkommen. Diese Fähigkeit ist überhaupt nicht koop-freundlich. Ich will auch Fähigkeiten haben. Muss da eindeutig drüber. Ja, Eiscreme! Geil. Warte mal. Ja! Man kann es wieder rübergeben, wie früher. Ich wollte noch gucken, ob hier was versteckt ist. Jetzt mal kann da unten auf der Zukunft sehen. Warum? Funktioniert nicht. Warte, ich gehe nochmal zurück. Ich bin da oben drauf. Ich nehme mich mit. Und gucken, ist hier oben irgendwas? Nee, dann nehme ich die Münze hier mit. Ach ja, Kirby kann sich jetzt mit allerlei Dingen vollstopfen. Siehst du aber noch. Wir lassen es schon immer. Nein, nicht auf die Weise, die ich meine. Schiebt mir das einer vorne? Nee. Soll wahrscheinlich eigentlich Richtung vorheben. Wieso das Geheimversteck habe ich gesehen. Ich muss A drücken. Ach nö. Jetzt wirst du das sehen. Du musst ein Rennen fahren. Und du sitzt hinten drauf. Oh, wie cool. Und du kannst Speere werfen. Super. Ach, okay. Du musst versuchen, alle Abkürzungen zu nehmen, die irgendwie existieren. Das war nicht schnell genug. Wir müssen es in 5 Sekunden schaffen. Du musst es in 5 Sekunden schaffen. Ich kann das nicht machen. Ja, quasi zeitlich. Oh, was ist das? Aha! Ich hab zwar das Loch gesehen, aber ich wusste nicht, dass da der Pegel ist. Das war die Ultra-Abkürzung, die gefehlt hat. Wow! Wie das früher einfach so ein Auto tricksen, ey! Manchmal hat aber einem auch das Bier vor die Nase gesetzt und ich hab's trotzdem nicht gesehen. Los, rette deinen Bruder! Los, Sunny, rette ihn! Yay! Yeah. So, wer wird diesmal überfahren? Ich nicht. Keine Ahnung. Okay, darüber. Und ich sehe auch, wo ich landen will. Und noch einer gerettet. Juhu! Sieht ja gerade schon mal das Schatz. Kommen wir eigentlich auf. Was passiert denn, wenn wir jetzt den 5. einsammeln? Wird dann trotzdem der als 4. angezeigt? Oder ist das so. Ja, sind 5 in einem Käfig hier irgendwo auf dem Map? Hast du jetzt beide umgebracht? Vielleicht. Gut, einen einsaugen. Wollte ich ja nicht haben, dann sagt man vorher. Kann ich zurück? Nein, wir müssen das leider nochmal machen. Warum? Weil da eindeutig ein Loch in der Wand war, wo man hätte durchgraben müssen. Ah. Ich will ihn hier sehen. Mit mir! Oracle im Einsatz! Und die Fähigkeit ist übrigens richtig cool. Wenn man so Kreise zieht, dann kann man so ein Erdbeben verursachen. Warte. Bob. Siehst du? Oh, cool. Und je größer es ist, desto heftiger wird das. Trotzdem habe ich einen Vorteil dir gegenüber, warte. Ich habe es nicht geschafft, ihn umzusetzen. Ich kann einfach runter durch. Ich kann drüber hinweg. Ich wollte dich gerade angreifen, ne? Weil ich dachte, dass wir einen Fight nicht haben. Toll. Ich gehe schon mal durch, ne? Hab nichts gesagt. Warte mal, hier kann ich das jetzt beispielsweise zeigen. So Leute, wir kommen zurück. Wir hatten kurz jemanden im Raum, deswegen muss ich kurz unterbrechen. Ich zeige jetzt dir mal kurz den Ultra-Graben, aber hoffen wir doch nicht, weil hier eine Barriere drum ist. So kann ich mich. Oh, wir müssen irgendwie kurz mal die Rangone umstellen. So Leute, diesmal wirklich willkommen zurück. Jetzt zeige ich dir mal kurz, wie der Bohrer abgehen kann. Ich muss den Kreis nur groß genug bekommen. Hab's nicht geschafft.
Ein Moment. Versuch's nochmal. Ach, da ist eine Lücke, wo der nicht durchpasst. Deswegen klappt nicht. Pop. Yo. So, ich hab Durst. Zum. Ja, Durst. Durst rein. Kommt her. Ich wusste nicht, dass das geht, aber das ist wahrscheinlich eine Nebenmission. Mach die Dinger kaputt. Sollen das jetzt hier weg tun, vielleicht noch irgendwo ein Bottle drin haben. Aua. Wieso kann ich die einen kaputt machen und dann. Ach. Hat das getroffen? Man muss die Dinger da reingraben. Ja. So, und einen. Ja genau, sammel du das schon mal ein. Die sterben, ja. Wenig vor. Ich muss nochmal Wasser holen. Nicht sterben, okay? Warte hier, bis sie weg sind. Aua. Ich bin halt ein bisschen weniger mobil so aufgeblustert. Löse mich. Guck mal, hier wird's nur noch mal Wasser gewesen. Cool, ich mach, dass da nichts entgegenkommt. Ja. Das ist der Vorteil Multiplayer. So, wir können das Spiel bescheißen. Einen haben wir. Warte mal, die Wand sieht mir verdächtig aus. Oh. Ich wusste es. Ne? Ey, das sind die Erweiterungen, die ich vor der Folge angesprochen habe. Federknabe blau. Wahrscheinlich werde ich so Federn um mich herum ziehen, die ich hier als Waffe benutzen kann. Wenn ich den von Nano Kirby habe. Wir können ja für den nächsten Part auch einmal tauschen. Jo. Dann kannst du auch einmal Kirby sein. Yay. Was willst du, hä? Feuer! Hier kommst du nicht hoch. Zumindest nicht damit. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt eine Riesenmaschine rauskommt. Lauf! Da ist ein Knopf. Münzen! Hilfe, da kommt ein Bus! Das ist der letzte Version. Irgendwie haben wir kaum eine Nebenmission gefunden. Vielleicht einer, wo du vorhin meinst, das könnte vielleicht ein Nebenmission. Ja, das mit dem Bohrer auf jeden Fall. Das mache ich dann auch offscreen. Eischel, dann vergesse ich jedes Mal, wie das funktioniert bei dem. Okay, das Ende des Levels, okay. Ja. So, und eine Nebenmission, wenn man sie nicht gefunden hat, wird am Ende sogar aufgeklärt. Hm. Es gab einen Gesuchposter von unserer Experte. Ich bin wie immer blind. Jetzt sehe ich das in den Kommentaren. Shining, wie konnte ich das übersehen? Hä? Hier sind zwei Leute, die es übersehen haben. Das soll wohl wahr. So, es gibt auch immer solche Bonus-Level, die sich immer freischalten, nachdem man eins gemacht hat. Das ist übrigens der Boss. Ah. Wir haben, glaube ich, genügend Wallis. Drahtseil ab im Zirkuszelt. Danke, liebe Wallis. Und da ist jetzt so eine Bonusmission. Ah, okay. Die machen wir noch. Ah, können wir. Wir können. Willst du die Poyo Power? Das ist die Poyo noch. Warte mal, hier ist doch eigentlich genügend Platz. Ihr seht es nicht, aber ich gucke Sunny gerade böse an. Ich wollte ihm was vorführen. So, jetzt gibt man ihm die Blaupause. Und dann kann man das aufwerten. Ah. Sunny ist jetzt übrigens nicht das komplette Projekt dabei. Für so ein, zwei, vielleicht drei Folgen ist er jetzt dabei.
So, jetzt kauft man das. Ah, okay. Und dann arbeitet er. Und dann habe ich das ausgerüstet. Tadadada. Federtornado. Wahrscheinlich einfach, dass ich jetzt Federn um mich herumziehe. Ja, ich habe so Federn um mich herum. Die machen nochmal so extra Schaden. Cool. So, dann direkt einweihen, ne? Und einem wurde die verprügeln. Ne? Die armen Wallidies. Da ist auch noch etwas, das müssen wir unbedingt einmal zusammen machen mit Mission, die hier haben. Was? Da gibt's so ein schönes Minigame. Das kann man einmal solo und einmal im Koop spielen. Und im Koop habe ich es bisher noch nicht spielen können. Okay. Das war ein Solo. Sehr aufregend. Oh, das muss ich solo machen. Okay, dann kannst du nicht gut drauf holen. Falls ihr euch wundert, worüber er sich aufregt, mein Vater ist eben noch mit im Raum und Sunny hat hier was zu essen stehen. Doch, du willst mich noch verkackern. Warum sind jetzt da außen rum auch noch welche? Nee, um Zeit zu schinden. Lass mich vorbei! So, Mitte bitte. Die, das habe ich nicht so gemeint. Komm. Jetzt aber. Endlich. Ich hoffe, das ist in der Zeit. Böse Krokus. Oh, on-screen sogar. Im wilden Modus. Heißt, wir spielen auch übrigens die ganze Zeit den schweren Modus. Ah. So, Leute. Das war's dann jetzt aber mit diesem Part. Beim nächsten Mal gibt's zum einen das Minispiel im Koop mal. Alle drei Level sogar. Und den Bosskampf. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dann. Tschüssi. Ciao.